Guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuseher. Heute ist der Letare-Fastensonntag. Letare heißt sich freuen. Und ich weiß nicht, ob Sie sich schon auf Ostern freuen. Ich schon. Ich gebe zu, ich habe bei einem Bäcker ein Osterlamm gekauft, was mich schon freudig anschaut auf meinem Küchentisch. Und Ostern ist wirklich ein Tag, der uns kulturell und vom Glauben her so unglaublich viel bedeutet. Denn wir feiern Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und heute, an diesem Letare-Sonntag, hatten wir einen Satz im Evangelium, der es in sich hatte. Da hieß es, wer an Gott glaubt, wird nicht gerichtet. Und wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und ein solcher Satz, der ist natürlich in unserer Gesellschaft, in der viele an alles Mögliche glauben, mit Sprengstoff beinhaltet. Ja? Gucken wir mal genau hin. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Also im Gegenwartsform wird hier formuliert. Ja? Wenn ich heute nicht glaube an den dreifaltigen Gott, bin ich schon gerichtet. Dann wird mich Gott nicht richten in Zukunft, dann habe ich mich selbst schon gerichtet. Und ja, was kann das bedeuten, wenn ich schon gerichtet bin? Lebe ich dann nicht in der Fülle Gottes? Ich kann diese Frage heute nur offen halten, aber ich möchte sie mal als Frage in den Raum stellen, als offene Frage. Liebe Schwestern und Brüder, es heißt aber dort auch, darin besteht das Gericht, dass das Verborgene ans Licht kommt und dass wir Christen die Wahrheit tun sollen. Die Wahrheit ist Jesus Christus für uns. Aber was bedeutet das, Jesus Christus zu tun? Ihn zu tun? Auch das ist eine Frage, über die wir, zumindest ich, in der kommenden Woche nochmal verstärkt nachdenken werde. Aber alles mündet in das Osterfest. Und wir werden in diesem Osterfest, in der Karwoche, zweimal die Liturgie des Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi feiern. Beginnend bei den Palmsonntagsgottesdiensten in allen drei Pfarreien. Und dann werden wir Abendmahlsfeier und Karfreitag in St. Peter und Paul und in Philippus und Jakobus feiern. Die Auferstehungsfeier wird um 21 Uhr in Philippus und Jakobus und um 6 Uhr morgens in St. Peter und Paul sein. Also früh aufstehen für Peter und Paul. 6 Uhr morgens geht's los in den Tag hinein. Und dann werden wir 11 Uhr Hochamt feiern, Osterhochamt hier in Urban und in Philippus und Jakobus. Und am Ostermontag ist dann Sonntagsprogramm. Ja, und ich möchte auch hinweisen auf unsere neue Katechese-Reihe, die Sie auch auf dieser YouTube-Seite sehen werden. Die wird heute freigeschaltet. Geht es um den Kreuzweg und es wird gehen um die österlichen Tage in einer näheren Betrachtung. Mit diesen Gedanken und Worten und Hinweisen wünsche ich Ihnen einen schönen Letare-Sonntag. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Alles Gute für Sie.